Meine sehr geehrten Damen und Herren, München liest aus zerbrannten Büchern, in diesem Jahr Corona-bedingt, eben online, virtuell. Letzten Jahr waren wir noch auf dem Königsplatz und haben gemeinsam gelesen, heute eben über die Videokanäle und sonstige Dinge. Wie man sich bettet, das ist das Buch, aus dem ich heute vorlesen möchte. Es ist der zweite Roman der bayerischen Schriftstellerin Eva Leitmann. Die ist heute weitgehend unbekannt, ist gebürtig aus Burghausen und sie schildert letztlich das Leben eines entwurzelten Bauernmädchens, das ja, aus der Provinz, aus dem Dorf in München arbeitet, dort als Kellnerin arbeitet und die einfach selbstbewusst versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist ein sehr lebhafter Ausschnitt und eine sehr lebhafte Darstellung der bayerischen Geschichte in der Weimarer Republik. Und dass das natürlich nicht der gängigen Ideologie der Nationalsozialisten, des Bauernstandes, der Arbeiterschaft, natürlich der deutschen Frau entsprochen hat, das versteht sich dann fast von selbst, wenn man es dann plötzlich mit selbstbewussten Frauen in den 20er und 30er Jahren zu tun hat. Verbrannt wurde es, dieses Buch. Und dieses Buch ist eben als Wiederauflage in der Edition Phoenix des Westhafen Verlags erschienen. Und überhaupt verlegt dieser Verlag viele Bücher, die 1933 verbrannt worden sind. Und ein Stück möchte ich einfach das vorlesen. Über ein Jahr ist Fanny nun schon selbstständig im Gambrinus und sie hält sich gut auf dem anstrengenden Posten. Sie ist lustig und immer gleich freundlich. Ihr einziger Fehler, von Herrn Gleitner aus gesehen, ist der, dass sie keine Unterschiede macht. Sie ist zu den feinen Leuten im Nebenzimmer nicht aufmerksamer als heraus in der Gaststube. Ob einer das Essen zu 90 oder zu 1,30 bestellt, eine halbe oder vier trinkt, ein Lüngerl zu 30 Pfennig ist oder auch nur eine Brezen, Fanny bedient jeden Gast einfach gleich. Ihr ist einer so viel wert als der andere. Na, eine sicherne Kassiererin gibt's nimmer, da hat die Marie schon höhere Ziele gehabt, meint Gleitner. Wenn die Fanny nicht so gut zu haben gewesen wäre, hätte er sich auch schon daran gestoßen, dass der besoffene Postbot, wie Fannys Vater, der einfach halber hieß, jeden Abend seine 3 Stunden im Gastzimmer saß. Er tat zwar nichts Anstößiges, die Gäste hatten ihn sogar gern, aber des damisch umeinander gesitzt, mochten die Gleitners halt nicht. Trotzdem, Frau Gleitner sieht sehr drauf, dass die Fanny kräftig isst und auch ihr Glas Bier zu den Mahlzeiten trinkt, aber sie bleibt blass und schmal. Die Fanny arbeitet täglich von morgens um 8 bis nachts um 1, bis abgerechnet ist und Fanny dann wirklich ins Bett kommt, dann ist es wirklich erst 2 Uhr morgens. Sie schläft längst nicht mehr mit Betty zusammen, sondern hat im Haus nebenan ein Zimmer gemietet, bei der Kriegerwitwe Kröpferl im 4. Stock. Lina Kröpferl ist eine gute Haut, versorgt Fanny im Winter mit einer Wärmflasche und mit Tee aus selbstgesuchten Kräutern. Wenn Fanny dann um 2 Uhr todmüde ins Bett sank, dachte sie, das Schönste auf der Welt, ja, das ist die Wärmflasche von der Frau Kröpferl. Doch dies war im Winter. Am Montag, dem ruhigsten Geschäftstag der Gastwirtschaftsbranche, hat Fanny Ausgang. Ausgang heißt ausschlafen. Schlafen bis 11, bis 12, manchmal bis in den Nachmittag hinein. Der schönste blaue Himmel kann Fanny nicht locken. Lina Kröpferl macht dann das Fenster weit auf und sagt freundlich, ziehen Sie die Luft an, Frau Fanny, dann riechen Sie das Gebirg. Sie bringt ihre Mieterin selbstgebrachten Gugelhupf und Kaffee ans Bett und oben auf der Bettdecke schnurrt Brandball, Frau Kröpfels dicker Kater. So ein schönes Gesicht hast, sagt Fanny zu ihm. Da kann man sich direkt von den Gesichtern erholen, die man alle Tage so anschauen muss. Nach dem Frühstück geht die Kassierin vom Gambrinus in die Badeanstalt, hinterher zum Haarewaschen. Dauerwellen hat sie nicht nötig, sie ist naturkraus. Dann schlendert Fanny in eins der großen Brauhäuser, isst, wenn sie Appetit hat, und schaut sich fachmännisch um. Hier möchte sie nicht sein. Lieber allein im Gambrinus. Beim Zahlen gibt sie ein so großes Trinkgeld, dass sie die bedienende Kellnerin fragt, gell, sie sind gewiss eine Kollegin. Und wenn es nicht zu spät ist, schaut Fanny die Auslagen an, macht ein paar Einkäufe und endet dann gewöhnlich in der Frauenkirche. Um die Zeit ist die Kirche fast leer. Fanny setzt sich in eine dunkle Ecke und denkt nach. Geht mehr zum Nachdenken als zum Beten in die Kirche. Mit großer Genauigkeit überschlägt sie ihre Erlebnisse, denkt Menschen und Geschäft durch, macht Pläne. Denkt an den Vater. Freilich kann sie ihm jeden Abend Bier spendieren, wie die Mathilde vom Turmbräu in Mühldorf, wenn nur ihr Vater glücklich dabei wäre. Dass er gar nicht mit ihr ausgehen mag, wenn ich frei habe,
Fanny, nicht um mich kümmern, nicht das Denken anfangen, das ist nichts für unser Eins. Wir sollen uns mehr auf die Ewigkeit verlegen, damit wir den Schwindel auf der Welt nicht so merken. Da studiere ich dann, ob der Vater am Ende nicht mehr normal ist. Aber er war ihr lieber als die Normalen. Die Altarbilder nehmen Gesichter an, die heilige Jungfrau mit dem sterbenden Heiland im Schoß hat Fräulein Maries Gesicht. Ob Schwester Veronika noch an mich denkt? Wenn die Liebe nicht wie Feuer brennt, Liebe wird wohl immer brennen. Ob das wahr ist, dass die Menschen die irdischen Leiden im Himmel vergolten werden? Der Vater glaubt's nicht. Jesus, was ich in der Kirche für Gedanken habe, ich kann nicht mehr beten und doch renne ich jeden Ausgang in die Kirche. Hinterher trifft sich Fanny meist mit Ignaz Himmelhuber. Er ist nicht ganz ihr Fall, aber er ist anders als die anderen Gambrinus-Gäste. Fanny hätte ihren Ausgang vergnüglicher verleben können. So war das nicht. Sie hat Einladungen für Auto- und Bergtouren. Herr Lechner saß im Isartal, ein hübsches Holzhaus. Einmal war Fanny mit draußen, aber von diesen Einladungen hat sie genug. Sie enden immer gleich. Mit Abtappen und aufs Ganze gehen. Jeder sagt, du hast ein schönes Herzerl. Und seine Hände waren schon woanders. Im Geschäft, wenn die Herren was getrunken hatten. Naja, da durfte man wahrlich nicht zimperlich sein, aus Geschäftsinteresse. Aber privat und Geschäft wollte Fanny Dinzinger einfach auseinanderhalten.